Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Cioè, tu le puoi preguntare a 20 persone e ti vanno a dare 20 differenti opinioni. Non saprei, una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Menschenrechte sind jene Rechte, die man einfach deshalb hat, weil man ein Mensch ist. Instinktiv erwartet und verdient man es, als menschliches Wesen behandelt zu werden. Das umfasst zum Beispiel das Recht, frei zu leben, das Recht auf Meinungsfreiheit und Gleichbehandlung. Es gibt viele verschiedene Rechte. Die meisten finden auf eine bestimmte Gruppe Anwendung. Aber die Menschenrechte sind die einzigen Rechte, die auf absolut jedermann und überall Anwendung finden. Das heißt Kinder, alte Leute, arme Leute, Basketballspieler, Müllmänner, Rapper, Lehrer, Afrikaner, Indianer, Albaner, Christen, Moslems, Kabbalisten, Atheisten, deine Mutter, dein Vater, dein Nachbar und du. Alle haben genau dieselben Menschenrechte. Mit anderen Worten, sie sind universell. Jedoch verbleibt die Frage, was sind sie? Name the human rights. What the human rights are. The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? Gemäß den Vereinten Nationen gibt es insgesamt 30 Menschenrechte, die normalerweise zusammengefasst und einfach als Menschenrechte bezeichnet werden. Sie sind alle in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgeführt, dem weltweit anerkanntesten Dokument über dieses Thema. Aber bis zu dieser Erklärung verging viel Zeit. Zuerst gab es keine Menschenrechte. Wenn du der richtigen Gruppe angehörtest, warst du sicher. Ansonsten, naja, warst du es nicht. Aber dann entschied jemand namens Kyros der Große, das alles zu ändern. Nachdem er Babylon erobert hatte, tat er etwas völlig Revolutionäres. Er kündigte an, dass alle Sklaven frei wären. Er sagte weiterhin, dass alle Menschen die Freiheit hätten, ihre eigene Religion zu wählen, egal welcher Gruppe sie angehörten. Sie dokumentierten seine Worte auf einem Zylinder aus Ton, der als Kyros-Zylinder bekannt ist. Und so wurden erstmals Menschenrechte geboren. Die Idee verbreitete sich schnell nach Griechenland, nach Indien und schließlich nach Rom. Sie beobachteten, dass eine Gemeinschaft von Menschen natürlich bestimmten Gesetzen folgte, auch wenn es ihnen niemand sagte. Sie nannten dies Naturgesetz. Aber die, die an der Macht waren, traten es mit Füßen. Erst 1000 Jahre später bekamen sie in England den König dazu, damit übereinzustimmen, dass niemand die Rechte der Menschen aufheben könne, noch nicht einmal ein König. Endlich wurden die Rechte der Menschen anerkannt und waren jetzt vor den jeweiligen Machthabern sicher. Mehr oder weniger. Erst als eine Gruppe britischer Rebellen später ihre Unabhängigkeit erklärte, verstand der König endlich, dass alle Menschen mit den gleichen Rechten geschaffen sind. Das heißt nicht, dass ihm diese Idee gefiel, aber er konnte sie nicht mehr aufhalten. Amerika war geboren. Die Franzosen folgten dem sofort mit ihrer eigenen Revolution für ihre eigenen Rechte. Ihre Liste war länger und sie bestanden darauf, dass diese Rechte nicht einfach ausgedacht worden waren, sondern von Natur ausgegeben waren. Die römische Vorstellung des Naturgesetzes wurde zu natürlichen Rechten. Unglücklicherweise war nicht jeder darüber so begeistert. In Frankreich entschied ein General namens Napoleon, die neue französische Demokratie zu stürzen und sich selbst zum Kaiser der ganzen Welt zu krönen. Es wäre ihm beinahe gelungen. Aber die Länder Europas schlossen sich schließlich zusammen und besiegten ihn. Und die Menschenrechte wurden wieder zu einem heißen Thema. Sie setzten internationale Abkommen auf, die viele Rechte in ganz Europa gewährten. Aber nur in Europa. Die übrige Welt qualifizierte irgendwie immer noch nicht. Stattdessen wurden sie von europäischen Kaiserreichen überfallen, erobert und ausgebeutet. Aber dann trat ein junger Rechtsanwalt aus Indien auf den Plan. Sein Name war Mahatma Gandhi. Angesichts der Gewalt bestand er darauf, dass alle Menschen auf der Erde Rechte haben, nicht nur in Europa. Schließlich begannen selbst die Europäer damit übereinzustimmen. Aber ganz so einfach ging das nicht. Zwei Weltkriege brachen aus. Hitler vernichtete die Hälfte der jüdischen Bevölkerung der Erde in entsetzlichen Nazi-Todeslagern. Insgesamt starben 90 Millionen Menschen. Nie zuvor war die völlige Vernichtung der Menschenrechte derart erschreckend nah. Und niemals zuvor
hatte die Welt eine Veränderung nötiger gehabt als jetzt. Also schlossen sich die Länder der Erde zusammen und bildeten die Vereinten Nationen. Ihr grundlegendes Ziel war, den Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert des Menschen erneut zu bekräftigen. Aber was waren Menschenrechte? Waren es die Proklamationen des Kyros, das Naturgesetz des alten Roms, die Erklärungen Frankreichs? Jeder hatte eine etwas andere Idee davon, was Menschenrechte ausmachen sollten. Aber unter der Leitung von Eleanor Roosevelt einigten sie sich schließlich auf eine Reihe von Rechten, die absolut für jeden gelten. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die französische Vorstellung der natürlichen Rechte wurde zu den Menschenrechten. Zuerst hatten also nur ein paar Leute das Glück, irgendwelche Rechte zu haben. Bis einer von ihnen entschied, andere sollten auch einige Rechte haben. Das war großartig. Allerdings stimmte nicht jeder damit überein. Zudem dauerte es ein paar tausend Jahre voll von Kriegen, Deklarationen und weiteren Kriegen, bis jeder endlich damit übereinstimmte, dass die Menschenrechte für jeden gelten sollten. Und alle lebten glücklich bis an ihr Ende. Gäbe es da nicht ein kleines Problem. Wenn Menschen ein Recht auf Nahrung und Unterkunft haben, warum verhungern dann jeden Tag 16.000 Kinder? Eines alle 5 Sekunden. Wenn Menschen das Recht auf Meinungsfreiheit haben, warum sitzen dann Tausende in Gefängnissen, weil sie ihre Meinung frei geäußert haben? Wenn Menschen das Recht auf Bildung haben, warum können über 1 Milliarde Erwachsene nicht lesen? Wenn Sklaverei wirklich abgeschafft wurde, warum sind heute 27 Millionen Menschen immer noch versklavt? Mehr als doppelt so viele wie im Jahr 1800. Tatsache ist, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte keine Gesetzeskraft hatte, als sie unterschrieben wurde. Sie war rechtlich unverbindlich. Und trotz vieler weiterer Dokumente, Abkommen, Verträge und Vorschriften war sie immer noch kaum mehr als nur Worte auf einem Blatt Papier. Die Frage ist also, wer wird sicherstellen, dass diese Worte als gelebte Tatsache verwirklicht werden? Als Dr. King in den USA öffentlich für Rassengleichheit demonstrierte, setzte er sich für Rechte ein, die jedem Menschen durch die Erklärung der Vereinten Nationen seit fast 2 Jahrzehnten garantiert worden waren. Trotzdem musste er dafür demonstrieren. Als sich Nelson Mandela in den 90ern für soziale Gerechtigkeit in Südafrika einsetzte, hatte sein Land seit fast 40 Jahren damit übereingestimmt, solche Diskriminierung abzuschaffen. Dennoch musste er dafür kämpfen. Diejenigen, die sich heute gegen Folter, Armut und Diskriminierung einsetzen, sind keine Giganten oder Superhelden. Es sind Menschen. Kinder, Mütter, Väter, Lehrer. Freidenkende Individuen, die sich weigern zu schweigen. Und die erkennen, dass die Menschenrechte nicht nur eine Geschichtsstunde sind. Sie sind nicht nur Wörter auf einer Seite. Sie sind keine Ansprachen oder Werbespots oder PR-Kampagnen. Sie sind die Entscheidungen, die wir täglich als menschliche Wesen treffen. Sie sind die Verantwortung, die wir alle teilen, einander zu respektieren, einander zu helfen und Menschen in Not zu beschützen. Wie Eleanor Roosevelt sagte, wo beginnen die universellen Menschenrechte? Vor Ort, nahe dem eigenen Heim. Diese Orte sind so nah und so klein, dass sie auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Orte die Welt des Einzelnen, die Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder die Universität, die er besucht, die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Orte, wo jeder Mann, jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. Sollten diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von Bedeutung.